Francisco Antonio Laureana wurde am 27. Februar 1940 in Argentinien geboren. Bekannt wurde er auch als Raubtier von San Isidro. Er wuchs in Obhut einer kirchlichen Schule auf. Dort muss er schwer misshandelt worden sein. Es wird vermutet, dass er aus Rache dort eine Vergewaltigung beging und sein Opfer anschließend erhängte. Eine Quelle behauptet, es sei eine Nonne gewesen, eine weitere spricht jedoch nur von einem religiösen Mädchen. Auch ein Datum oder ein genauerer Zeitraum zu dieser Tat ist nicht veröffentlicht worden. Laureana war seit diesem Tag aus der Schule verschwunden. Er floh nach Buenos Aires und stellte dort Holzfiguren her. Er war damit sehr erfolgreich auf dem Markt, wo er diese Figuren verkaufte. Die anderen Händler respektierten den schüchternen Handwerker. Mit 23 Jahren heiratete er und wurde Vater von 3 Kindern. Er mahnte seine Frau auch immer wieder, die Kinder nicht alleine auf der Straße spielen zu lassen. Zwischen 1974 und 1975 geschahen in der Gegend 15 Vergewaltigungen und 11 Morde. Laureana überfiel Frauen, wo er ungesehen zuschlagen konnte. Er erdrosselte seine Opfer und tränkte sie brutal auf. Nur in 3 Fällen erschoss er seine Opfer. Er stahl seinen Opfern kleine Schmuckstücke als Trophäen. Doch im Januar 1975 wurde er dabei gesehen, wie er gerade ein Haus verließ, in dem er gerade die Bewohnerin ermordet hatte. Ein Gärtner sah ihn und beobachtete ihn genau. Laureana bekam Panik, zog eine Waffe und schoss auf den Gärtner, doch verfehlte sein Ziel. Nach den Angaben des Mannes wurde eine Phantomzeichnung angefertigt. Die Zeichnung war so gut und so genau, dass der Täter immer wieder erkannt wurde und fliehen musste. Am 27. Februar 1975 kam es zu einer Schießerei mit Polizeikräften. Dabei wurde Laureana getroffen. Er konnte fliehen, verlor jedoch viel Blut. In einem Hühnerstall wurde er schließlich in die Ecke gedrängt. Neben dem Schwerverletzten lagen 2 tote Hühner. Er begann wieder zu schießen und wurde im anschließenden Feuergefecht tödlich getroffen. Alle hier im Video verwendeten Fotos sind während der Autopsie entstanden. Soweit ich weiß, existieren keine Fotos des Täters aus Lebzeiten.